Ja, servus Leute, ich bin's ja wieder, euer JP und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute mit Intro am Start, die nette Musik im Intro hat gemacht für mich der Leo Calimero Beats. Sein YouTube-Channel und sein Facebook-Account ist in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Er macht ziemlich coole Musik und würde mich freuen, wenn ihr ihn unterstützen könntet. Dann habe ich hier noch ein Gast-Gameplay am Start und zwar vom TE Darkness. Sein Channel ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und zu sehen gibt es heute eine Nuklear und zwar mit der Executioner. Auf der Map Raid ist da glaube ich der Modus Stellung, genau. Und ja, viel dazu kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ein ziemlich geiles Gameplay, geht 4 Minuten. Und heute reden wir mal über Aliens. Richtig, ihr habt gehört, Aliens, und zwar wird es einen Koop-Modus geben in Call of Duty Ghost mit Aliens. Ich habe gestern das Video gesehen von M-Core und habt auch schon was gelesen im Call of Duty Series Forum, habe mir nur gedacht, what the fuck. Ich weiß noch, damals zu Black Ops 1 Zeit wurde der Zombie-Modus groß angekündigt und ich muss sagen, es war echt ein Highlight von Black Ops 1, der Zombie-Modus, den konnte ich echt stundenlang spielen. Er war unterhaltsam, es hat einfach Spaß gemacht mit seinen Leuten zu spielen, die Maps waren richtig geil. Und ich muss sagen, in Black Ops 2 war er ziemlich fail, also mir hat er persönlich nicht gefallen. Hab da vielleicht nicht einmal 10 Stunden Spielzeit im Zombie-Modus. Genaue Anzahl weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, ich habe den nicht ziemlich lange gespielt. Hat mir, wie gesagt, einfach keine Lust gemacht. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Teilweise, ich habe es mal versucht am Anfang, aber irgendwie dauert es halt viel zu lange, sich da hochzuleveln, also vom Level her. Und ja, da habe ich mir gesagt, nee, ist eh nicht so meins. Und Public, naja, wisst ihr ja. Ja, auf jeden Fall Aliens in Call of Duty Ghosts. Es wird so eine Art Koop-Modus geben, wo man dann mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Man kann da auch so Ränge erreichen, soweit ich das mitbekommen habe. Man kann da verschiedene Waffen nutzen. Und das Coolste, was ich gesehen habe, was aber noch nicht zu 100% sicher ist, ich weiß nicht, ob ich dich verschaut habe, aber ich glaube, in diesem Koop-Modus gibt es eine Javelin. Ja, der M-Core hat ein Video darüber gemacht, das kann ich euch gerne mal verlinken in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und da hat er einen Trailer mit reingepackt, ein paar Ausschnitte davon. Und ich glaube echt, dass da eine Javelin dabei war. Ich habe mir gestern mal die Waffenliste angeschaut in Call of Duty Ghosts und da war jetzt keine aufgelistet, was ich ziemlich schade fand. Aber naja, kann man leider nichts machen. Und wenn es eine im Koop-Modus geben sollte, ja, werde ich sie auf jeden Fall nutzen, wenn das ein ziemlich cooler Modus ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil irgendwie man versucht einfach eine neue Idee reinzubringen in das Game, um die Leute irgendwie anzulocken, um es zu kaufen. Ob das jetzt der richtige Modus ist, oder die richtige Idee ist, hier sich einen Alien-Modus reinzupacken, bin ich mir etwas unsicher. Aber ich würde sagen, einfach mal abwarten und Tee trinken, weil nächste Woche ist es ja schon soweit, da kommt das Game hier offiziell raus. Und dann können wir selbst entscheiden, ob der Modus gut umgesetzt wurde oder auch nicht. Ihr könnt euch ja gerne mal den Trailer auf YouTube anschauen, einfach nach Call of Duty Ghost Alien Trailer schauen oder so. Und dann solltet ihr ihn schon finden, falls ihr noch nicht angeschaut haben solltet. Und ansonsten, ja, gibt es viel nicht mehr zu sagen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich werde am Wochenende ein größeres Video planen, und zwar mein Fazit über Black Ops 2. Wo ich dann ein bisschen darüber rede, wie viele Spielstunden ich habe, was mir gefallen hat und was nicht und so weiter und so fort. Und ja, lasst mich mal überraschen, da lasse ich mir echt was einfallen. Ansonsten hören wir uns, denke ich mal, morgen wieder oder, ja, übermorgen. Und sage es immer, Servus, bis zum nächsten Mal, euer JP und lasst doch eine positive Bewertung da. Servus!